Zeitgeist. This is Doc M. Another Minecraft video. Das Ganze funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist geil. Ja, Doc M, das hättest du vielleicht noch fixen sollen können. Denn früher hat er eben hier einmal reingetan, um das Höllenportal wieder auszumachen, weil er hat nämlich so ein extra automatisches gebaut. Und früher hat er dann immer den Dispenser gehabt, da drauf gedrückt, dann kam der Eimer raus. Jetzt kommt natürlich Wasser raus. Ist natürlich nicht ganz so effizient, möchte man meinen. Aber es ist okay. Fackel müsste hier vielleicht irgendwo liegen. Nee. Ist egal. Ihr seht hier vielleicht, das ist so ein automatisches Höllenportal und man kann hier einfach drauf drücken. Dann sollte normalerweise hier die Wolle hochkommen. Sieht hier alles generell ein bisschen komisch aus. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gesehen bei ihm. Besser gesagt, es sieht für mich so aus, als hätte da irgendwie... hätte es da irgendwie einen Wassereinbruch gegeben. Schauen wir uns doch das Ganze mal kurz an. Wo kommen wir hier raus? Wo liegt der Fehler? Aha. Bei einem seiner Squid-Dinger. Dann machen wir das doch hier kurz zu. Jetzt kommt es auf der anderen Seite raus. Auch nicht besser. So, denn normalerweise wäre hier überall Redstone. Aber jetzt haben wir keinen Redstone dabei. Das heißt, das Ganze funktioniert jetzt erstmal nicht. Glück gehabt, dass es hier nicht weitergeht. Aber jetzt haben wir natürlich kein Zeug mehr da. Na gut, dann geht es halt jetzt nicht. Dann werden wir uns in die Hölle eben später einklinken, würde ich sagen. Denn auch da gibt es einiges zu zeigen. Aber dann heben wir uns das eben für später auf. Ist ja kein Thema. Ich würde sagen, wir begeben uns mal nach nach unten. Erstmal nach unten, würde ich sagen. Dazu können wir so einen Quick Drop nehmen. Zack und flupp. Lol. Bug, leck, wie immer. Und zwar können wir jetzt mal hier nach hinten steuern. Und hier seht ihr noch eine Katze von ihm. Miezekatze. Miezekatze, Miezekatze. Stirb oder geh weg. Was haben wir hier noch alles Schönes drin? Light Blue. Okay. Das ist nämlich sein automatisches Storage, ein Card. Und wo das rauskommt, das werde ich euch auch zeigen. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass das jetzt losfährt. Aber anscheinend fährt das nicht los. Okay, das ist interessant. Aber wo wir gleich hinfahren werden, das werde ich euch zeigen. Aber erst in der nächsten Aufnahmesession teil. Und was auch immer Arnold jetzt hier macht, wollte ich euch hier noch kurz zeigen, das ist Arnold. Sag mal hallo Arnold. Ich kann mit dir nicht interagieren, oder? Arnold. Auf alle Fälle, das ist der Hund, den er als erst gefunden hat. Ich hätte gemeint, dass er ihn eigentlich getötet hat, aber anscheinend steht das hier rum. Ja. Mal schauen, vielleicht begegnen wir ihn ja im Laufe der Zeit nochmal durch wilde, rumgespawnte Heiten, wie auch immer. Nur ich wollte sagen, ich beende jetzt mal hier die ersten Aufnahmesession-Part. Und schauen wir mal, wann ich das nächste Mal wieder hier aufnehme, aber wahrscheinlich relativ noch bald. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Part wieder. Bis dahin, tschaußen dabei. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahmesession von Doc M. 77's New Minecraft World Tour. Weiß ich besser. Ja, letztens sind wir hier irgendwo stehen geblieben. Oben waren wir ja dann schon fertig. Und ja, jetzt geht's eigentlich an die ans Eingemachte, könnte man sagen. Ja, alles was nicht mehr hier ist, ist jetzt dran, würde ich sagen. Und da fangen wir einfach mal an mit diesem Tunnel, der sich Tunnel of Love nennt. Warum genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber er hat einen ziemlich geilen Light Switch.
das sieht übelst geil aus, weil es quasi dann... Halt die Fresse. Ich kann mit denen auch gar nicht interagieren, glaube ich, weil ich die falsche App-Dingsens habe. Deswegen töten wir die mal kurz. Lalala. Ups. Sorry. Sorry. So. Genau. Also, er hat einen ziemlich coolen Light Switch eingebaut hier. Und zwar ist es quasi immer so ein flackerndes Licht zuerst und dann kommt erst das richtige Licht. Das System ist uralt. Das war einer der ersten Light Switches überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob er hier irgendwo einen Eingang dafür hat oder ob wir uns da irgendwo raufbauen müssen. Dürfen können, wie auch immer. Ups. Ich mache ihm hier alles kaputt, das ist nicht gut. Zack. Zack, zack. Und dann noch ein hier drauf. Genau. Jetzt müsste es wieder stimmen. Nur jetzt ist es genau falsch rum, das heißt wir... Oder? Ja, es ist falsch rum. Das heißt... Ich muss das Ganze mal kurz umdrehen. Mit einem Schalter wäre es möglich. Oder ich probiere es mal so. So, jetzt schieben wir den da raus. Und dann den da, genau. Jetzt geht's auch. Also, das ist... Schauen wir mal, ob wir uns hier irgendwo einen Eingang haben. Ja, vielleicht irgendwo. Auf alle Fälle, das ist quasi über seinem Tunnel. Und hier sind quasi überall die Light Switches. Und das sind alte, sehr alte Light Switches. So einen habe ich jetzt auch auf meiner Xbox-Welt ein paar eingebaut. Weil die eigentlich, also solange es keine Glowstone-Lampen gibt, sind die einfach super dafür geeignet. Hier trifft man dann wieder auf einen anderen Tunnel und hier ist dann schon eben ein anderes System verwendet worden, eben hier diese Glowstone-Lamp-Tanz. Aber zu dem Tunnel kommen wir später noch. Und so geht es eben hier Ewigkeiten voran. Und wir gehen jetzt aber erstmal wieder zurück. Wir hauen uns jetzt mal geschwind sowas rein. Jetzt ist nur die Frage, wo wir hier wieder rauskommen. Okay. Dann machen wir es natürlich wieder zu. So, und jetzt ist es... doch falsch. Ah, okay. Ja, das können wir natürlich nicht so lassen. Das heißt, wir geben uns noch mal kurz zurück. La 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 la. Den wieder da drauf. Dann war es schon richtig, okay. Ah, halt. So, und so. Genau. Jetzt stimmt's wieder. Genau. Und ja, der Tunnel geht eigentlich nicht so weit bis da vorne. Man sieht's eh schon halbwegs. Und den fahren wir jetzt einfach mal entlang. Die andere Strecke ist für... Oh oh. Hit the ground too hard. Ja, geiler Fail, bis gleich. Und da sind wir wieder zurück nach dem kleinen Fail. Gerade wieder hergesprintet. Ja, also früher glaube ich war es mal hier. Jetzt ist es hier, wie ich glaube ich letztes Mal gezeigt habe. Genau. Und das haben wir schon zurückgesendet und wir werden uns jetzt mal schauen, wo das hingegangen ist. Denn das fährt nämlich dann auf dieser Strecke. Und wir fahren jetzt einfach mal dem hinterher quasi. Und man sieht auch schön die Veränderung. What the fuck? Ein Slime in seinem Tunnel? Der hat hier eigentlich nichts verloren. Gehst du weg. Stirb! Stirbt! Gut, den Tunnel werden wir uns später anschauen. Ich wollte eigentlich hier sagen, man sieht quasi, dass es immer mehr waldiger wird, wollte ich sagen. Denn hier geht es nämlich zu seinem... Morningwood.
Jetzt ist es natürlich schon wieder ausgegangen. Man könnte jetzt auch einfach übers Gatter gehen, aber normalerweise fährt man hier rein und dann kann man hier bequem aussteigen. Und warum ich jetzt noch Minecart habe, frage ich mich auch gerade, aber keine Ahnung, macht ja nichts. Und dann geht es normalerweise wieder zu. Wenn es gescheit drauf liegen würde. Jetzt liegt es gescheit drauf. So. Genau. Hier befinden wir uns in einem kleinen Ankunftsraum. Hier ist ein Haufen Zeug, was er also mal irgendwie gebaut hat. Okay. Und da, wenn wir reingehen, kommt man zu seinem ja, Bahnhof. Also zu seinem automatischen. Es gibt zwar momentan 4 Stationen zum Auswählen, allerdings sind nur 2 angeschlossen. Das Idiot Camp und das Stronghold und Desert Spider Music. Und zu denen werden wir aber auch noch fangen, aber erst später. Wofür die Tür jetzt gerade hier ist, weiß ich gar nicht. Ah, hier kann man die Minecarts wieder auffüllen. Okay. Aber wir wollen hier zurück. Und dann wollen wir uns einmal erst hier widmen. Okay, ich befürchte, dieser Aufzug ist auch im Arsch. Ja. Nee, es geht. Ja. Ah, nee, nicht ganz. Naja, schade. Früher ging er mal. Die schauen alle so komisch aus. Verpackt die ganzen Stufen. Irgendwas ist da auf alle Fälle nicht richtig. Was macht denn deine Kiste? Okay. Nur ein bisschen Kleinkrempel. So. Ich hoffe, wir sind jetzt mal oben. Normalerweise ist, wie gesagt, hier dieser Aufzug. Aber der funktioniert leider nicht mehr. So, aber wir sind jetzt hier angekommen. Auf der Basic-Ebene, würde ich mal sagen. Und hier sehen wir unser Minecart wieder, das wir weggefahren haben. Das befindet sich jetzt hier und wenn wir es wieder zurücksenden wollen, können wir das auch wieder hier bequem nach unten fahren lassen. Hier ist ein Quick Drop, hier kommen wir einfach wieder zur unteren Ebene zurück, da wollen wir jetzt aber noch nicht hin. Hier kann man auswählen, ob man ganz runter will oder zur Zwischenbasis. Seht, da fährt sich ein Pisten aus und ein mit einer Glowstone-Lampe davor. Und ihr hört es vielleicht gerade, aber es regnet. Und wenn ich das nicht so schön finde, würde ich sagen, gehen wir mal kurz ins Bett. Wenn es denn möglich ist. Und da geht es einfach hier hoch. Rechts ist nichts Besonderes. Und hier ist wieder so ein ja, Bereich. Hier kann man halt einmal eine Melonenfarm. Zack. Keine Melonen, sondern Kürbisfarm. Hier kann man seine Enderperlen wieder auffüllen lassen. Und da gehen wir gleich hoch. Jetzt hoffen wir bloß, dass wir noch die Schlafenszeit erwischen. Denn das hier ist sein ja, Bedroom im Morningwood. Und das ist eigentlich relativ geil gemacht. Sobald hier ist nämlich ein Bettdetektor. Wenn ich hier ins Bett gehe, was leider nicht geht, weil hier only can sleep at night. Time. Zeigt uns nicht mal an, wie viel Uhr es ist. Leider. Würden hier hinter sind Pistons unter diesen Blöcken. Jetzt freue ich mich gerade. Options, Video Settings, Fancy. Da, 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 da.